kann sein, dass der eine oder andere jetzt denkt, nein, das tue ich mir nicht an. Da sind lauter Katzenhaare dran. Kroket! Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal wieder ein neues Video und mir fällt es super schwer, aber ich werde es durchziehen. Ich werde heute leise reden. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich viele Hände, viele Arme brauche, um mich zu artikulieren und auch immer ganz komisch Wörter betone und einfach random laut werde. Aber ich werde heute ein ASMR-Video drehen, die Christmas-Edition. Ich habe hier so ein paar Sachen. Ich glaube, diese Äpfel gibt es irgendwie nur in Deutschland, kann das sein? Ich weiß es nicht, bin mir nicht sicher. Aber ich habe Lebkuchen, ich habe Dinge, von denen ich gar keine Ahnung habe. Ich bin irgendwie zu türkisch für das Ganze. Aber ich habe einfach alles random gekauft, was es gab. Auf jeden Fall werde ich das jetzt hier alles zum Frühstück essen. Ich habe nämlich noch nichts gegessen und hoffe, ihr habt Spaß. Und ich hoffe, mir wird am Ende des Videos nicht schlecht. Ich würde sagen, wir fangen total random mit den Nüssen an. Ich habe mir nämlich Nüsse geholt, kandierte Nüsse. Und zwar, ich habe einen Nussmix geholt, weil ich zu den Menschen gehöre, die sich nicht entscheiden können. Ich glaube, das soll eine Mandel sein. Mhm. Scheiße. Das war mein Wasserglas. Oh, das ist viel zu süß zum Frühstück. Okay, alles gut. Das Wasser hat nicht die Bücher berührt, auf denen mein Mikrofon steht. Ich habe einmal ein Alien-Buch und einmal das von Mirella. Ich mache jetzt einfach mal weiter. Und zwar habe ich noch einen Kürbiskern. Wow. Dann hier sowas ganz Großes. Eine Mandel. Hier ist noch so ein großes, ich habe keine Ahnung, was das ist. Macadamia. Boah. Viel zu süß. Nehmen noch mal die letzte Nuss. Als nächstes würde ich einen Weihnachtsmann nehmen. Den Endboss. Und das Krasse ist, mein Weihnachtsmann ist einfach mal Bio, Organic und Fairtrade. Leute, dieser Weihnachtsmann ist politisch korrekter als wir alle zusammen. Eigentlich schon echt hart, dass ich jetzt in seinen Kopf beiße. Aber gut. Ich öffne mal. Flop. Wenigstens kann er das. Er kann Musik machen. Und er kann sich bekrabbeln lassen. Und Fairtrade sein, aber mehr kann er nicht. Und Bio. Der knackt halt null. Egal, lassen wir das. Dann machen wir mal weiter mit den Omeletten. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe das Gefühl, Deutsche lassen sich immer was Neues einfallen. Was steht denn hier? Glasierte Lebkuchen. Also sind es Lebkuchen mit weißer Glasur. Oh, es ist gut. Ich hab's. Okay.
Krokett. Okay, wir beißen rein. Okay, das ist der perfekte Moment, um zu merken, dass man Lebkuchen nicht mag. Ich habe schon mal bessere Lebkuchen gegessen. Ich glaube, daran liegt es. Es liegt gar nicht an Lebkuchen an sich. Ich beiß noch einmal rein. Oh mein Gott, es schneit, wie romantisch. Okay, kommen wir zu dem Apfel hier. Und das Krasse ist, ich schneide den immer. Ich beiß da nie einfach so rein. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Ich habe das noch nie gemacht. Ich werde immer ausgelacht. Aber tatsächlich schneide ich das immer durch. Das mache ich jetzt auch. Okay. Okay, ich habe die Gabel vergessen, aber egal. Unfassbar. Okay, komm, einer geht noch. Dann habe ich noch Spekulatius gefunden. Ist auch so ein Begriff, was ich irgendwie als Kind nicht verstanden habe, aber egal. Wegen Spekulieren, Spekulatius. Ich war so, hä? Sind das einfach kritische Kekse? Ich weiß nicht, es war so mein Türken-Kindskopf-Sein. Ja, mit Butter verfeinert. Schmecken jetzt eher nach Butterkeksen. Okay. Okay, dann habe ich diese Dinger hier geholt und die wurden auch bei den Weihnachtssachen hingestellt, aber es steht einfach nur bunte Schokoladenringe. Das ist irgendwie so ein bisschen so, ja, ist eh Weihnachten, kauft einfach. Okay. Ich habe jetzt noch Aachener Kräuterprinten. Kräuterprinten
Es klingt alles schon so, als wäre das nicht so meins. Es ist vegan. Auge meint, er kennt das. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was Printen sind. Das Einzige, was ich kenne, ist ein Printer, das ist ein Drucker und mehr kenne ich nicht. Es sieht ein bisschen keksig aus. Was ist das denn? Das ist Gummi. Okay. Was ist das? Ich verstehe das Konzept nicht. Hä? Oh. Ich glaube, das ist einfach das leiseste Essen, was es gibt. So gummiartig. Okay, fail. Das allerletzte für heute. Ein Schneemann. Und ich werde da jetzt einfach reinbeißen. Das Ding ist, hier oben ist zartbitter. Da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Vielleicht sollte ich hier so an seinem Arm ein bisschen rumknabbern. Egal. Ich mache jetzt einfach mal so. Oh mein Gott, der ist ja gar nicht hohl. Alter, ist der hart. Okay, er ist hohl. Ich dachte schon. Ich mache keine Geräusche. Ich esse gerade einfach nur unnötige Schokolade. Aber er kann auch Musik machen. Das war's auch schon wieder. Ich muss versuchen, immer noch ruhig zu bleiben. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Und schreibt mir mal sehr gerne in die Kommentare, wie ihr ASMR findet. Ob ihr euch sowas sehr gerne anschaut oder eher so gar nicht. Ich habe mir jetzt gerade Mühe gegeben. Ich kriege das auch nicht so richtig hin mit diesem Ruhigsein. Aber vielleicht hat es euch ja Spaß gemacht. Ansonsten brauchen wir ein Code-Emoji, damit ich weiß, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Und zwar Schneeflocken. Es schneit nämlich gerade. Und falls ihr keine Schneeflocken habt, irgendwas Weihnachtliches, dann weiß ich, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Ansonsten Daumen nach oben geben, falls es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!